Gast-Replay-Folge. Northern hat mir ein Replay geschickt vom IPM1. Soweit ich das weiß, ein verbesserter M1 Abrams. Verbessert mich, falls ich falsch bin. Aber ich bin leider noch nicht so weit oben bei den Tierstufen. Vor allem nicht bei den Amis. Da dümpel ich da immer noch bei 5-7 rum. Juhu. Gut, wir spielen auf der Karte Osteuropa. Oder besser gesagt, Northern spielt auf Osteuropa. Und er fährt Richtung B, würde ich sagen. Also so in die Stadt. Und da hinten sieht man eh schon den ersten Helikopter wieder rumfliegen. Und ich muss sagen, dies... Ah, er schießt auf den Helikopter. Also ich glaube, diese Karte in diesem Modus habe ich noch nie gespielt. Wahrscheinlich halt einfach diese Top-Tier-Kartenausführung. Kenne ich so, glaube ich, noch nicht. Also ich kenne nur diese kleine Variante. Ja, doch auch mal schön zu sehen. Die Striche sind extrem nah beieinander und dieser Zoom, das ist hart. Also mit dem Panzer kann man sich wirklich vorstellen, sagen wir mal auf 2 Kilometer, 3 Kilometer zu spielen. Also zumindest im Spiel, weil in echt haben sie da wahrscheinlich auf, was weiß ich, wie viel Kilometer gekämpft. Aber mit diesem Zoom muss man auch erstmal zurechtkommen, das ist ja der Wahnsinn. Aber ich muss sagen, ich glaube, die Karte gefällt mir eigentlich. Man kann hier jetzt ein bisschen hinten stehen bleiben, auf Entfernung kämpfen, oder man fährt eben in die Stadt, um im Nahkampf irgendwas auszurichten. Falls man denn es schafft, in die Stadt zu kommen, weil ich glaube, wenn man dann halt übers offene Feld fahren muss, ist es nicht so einfach. Und ich glaube, auch mit diesem riesigen Zoom ist es gar nicht mal so einfach zu treffen. Zumindest, wenn man halt vielleicht auch gerade eben erst anfängt mit High-Tier. Aber wenn man natürlich diesen Panzer hat, hat man wahrscheinlich schon relativ, oder nicht nur relativ, sondern extrem viel Erfahrung im Top-Tier. Ah, jetzt hat er dann getroffen. Der erste Kill in diesem Spiel. Mögen noch viele weitere folgen. Ja, es sieht ganz stark danach aus, dass er einfach jetzt hinten bleibt und versucht einfach alle wegzusnipern. Jetzt erstmal Positionen wechseln. Weil es wissen halt wahrscheinlich einfach die meisten Gegner, wo er ist. Also gar nicht mal so blöd, mal ein bisschen Position zu wechseln. Aber anscheinend kämpfen die meisten Gegner eher auf Entfernung. Auch wenn man so auf die Minimap schaut, auch die meisten Verbündeten hier sind immer außen. Da sind eigentlich einer in der Stadt und der zweite, oder sind es zwei? Ich glaube, es sind sogar hier zwei. Es sind so im Stadtrandgebiet. Aber die meisten wirklich hier auf offenem Feld und versuchen die Gegner auf Entfernung zu bekämpfen. Na gut, er hat auch keinen Grund in die Stadt zu fahren, weil das eigene Team hat zwei Cap-Punkte. Einer ist gerade gestorben auf C. Wieso blinkt es da so rum? War das ein Totenkopf? Ich habe es gar nicht genau gesehen. Ja, genau. Bei C ist ein Gegner, also da ist ein Verbündeter gestorben. Und da steht auch ein T-80B. Ziemlich nahe. Ja, Turmtrickranz, schon mal gut, kann es sich fast nicht mehr wehren. Dann nochmal einen Schuss in die Seite und weg ist er. Oh, dass er gesehen hat, dass da einer ist. Respekt. Mhm, gut zu wissen, also auf diesem Tier schießt man den meisten Panzern wohl unten rein. In die untere Wanne. Hat Glück gehabt, nur die Gleiskette wurde bei ihm gezogen. Aber da hinten scheint ein MBT zu stehen.
Also wenn man mit diesem Panzer halt unterwegs ist, dann geht einfach nicht mehr. Also da, ich glaube, er ist auf 9-0 wahrscheinlich. Weil die hier sind auf 8-0. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus. Also diese MPT-70, der ist ja auf 8-0. Nee, 8-0. Nee, 9-0 sogar, glaube ich, oder? Oder vielleicht 8-3, 8-7. Und der ist dann vielleicht auf 9-0. Gibt es 9-0 überhaupt bei Panzern? Ich bin wirklich überfragt. Weil ich bin halt auf diesem Tier überhaupt nicht unterwegs. Ah, sehr gut. Erstmal drauffahren, um zu decappen. Dann warten, ob da noch irgendwelche Gegner kommen. Und wenn jemand drauf fährt, den dann auszuschalten. Das ist eigentlich eine gute Taktik. Das sollte man vor allem machen, wenn man nur zwei Caps hat. Also dass man erstmal, vor allem wenn dann dieser Cap-Punkt ja noch im Gegner-Spawn ist, dann am besten mal drauf fahren, die cappen, weil dann geht es ja nach unten. Und wenn er dann neutral ist, dann erstmal drauf fahren und dann wirklich cappen, weil davor ist es wirklich sehr riskant, dass irgendein Gegner dann dich flankiert oder so. Gute Frage, wo ist der hin? Ich sehe ihn auch nicht mehr. Gut, also er fährt jetzt weg von B. Von C meine ich. Oh, diese Turmdrehrate, die ist göttlich. Weil ich spiele ja zurzeit eher die Japaner. Und die sind, ja, wie soll ich sagen, bei Turmdrehraten nicht so der Spitzenreiter. Kann man ja mal froh sein, wenn sie mal so 6 Grad pro Sekunde drehen. Da wird man am liebsten ins Spiel reinspringen und ein bisschen helfen anzuschieben. Sehr schön. Also auch auf Top-Tier sind die meisten Panzer One-Shot. Ah, er dreht sich sofort um. Oh. Gut, der ist, war jetzt kein One-Shot, komischerweise. Der Gegner fährt zurück. Sehr gut. Aber ist ihm bewusst, dass auf C noch ein Gegner war? Weil ich glaube, da war noch einer, oder? Ich glaube, ich habe da eine rote Schrift gesehen. Aber wie man sieht, die Aktion ist eigentlich aufgegangen. Oder der Plan. Er ist nur mal decapped. Und jetzt wird er wahrscheinlich nochmal kurz auf C... Ja genau, bei C ist noch einer. Das ist auf der Minimap unten. Hat er einen übersehen. Hat er Glück gehabt. Aber es könnte er natürlich nochmal auf C fahren, was er es wahrscheinlich auch nicht macht. Und es ist der... Doch, jetzt fährt er. Und dieser Helikopter, der abgestürzt ist, der rotiert da immer noch rum. Schnell reagiert und weg ist er. Sehr schön. Sechs Kills schon. Sehr schön. Und ich muss ja sagen, ich kenne mich natürlich auch wieder nicht aus, aber er hat ziemliches Glück mit den Helikoptern. Also die sind jetzt nicht auf ihn gegangen. Genau, jetzt die Captor wieder. Und wartet erstmal ab. Ja, die Frage ist, sind jetzt die Helikopter eigentlich immer noch so, oder sind die überhaupt so nervig wie Flugzeuge? Weil ich bekomme nicht allzu viel mit, aber was ich mitbekomme ist, dass eben die Helikopter gerne mal außerhalb der Karte stehen, also außerhalb von Reichweite von Flak und so, und die mit ihren Raketen dann halt irgendwie dann die Panzer abschießen und man sich nicht wehren kann. Das ist die Sicht, die ich jetzt kenne. Falls ihr das irgendwie anders ein bisschen mitbekommt, dann dürft ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, ob sich das denn eher Ausnahmefälle sind oder ob das eigentlich fast alle Helikopter machen. Weil es dauert natürlich wahrscheinlich, bis die ersten Flugzeuge dann ins Spiel kommen, bis die spawnen. Weil mit Flugzeugen kann man natürlich nicht gleich spawnen, aber mit
Da, da unten ist der Gegner. Der ist ins Wasser gefallen. Lustig. Da ist der Gegner so vorne hin. Oh, schaut er hin? Nein. Es würde mich immer interessieren, sieht er den Gegner jetzt noch? Ich glaube, mit dem rechnet man einfach gar nicht, dass da unten ein Gegner ist. Gut, jetzt nimmt er B ein. Und danach wird er wahrscheinlich wieder Richtung C nach oben fahren. Obwohl, es wird gerade eingenommen von den Verbündeten. Sieht er den jetzt? Komm schon. Das wäre jetzt lustig. Also den Gegner hat er immer sehr gut gesehen, aber mit dem rechnet man einfach nicht. Also in den Fluss bei so einem umgekippten Panzer. Keine Chance. Und was ich noch so mitbekomme, also auf High Tier, also auf 9-0 sage ich jetzt einfach mal, 6 Abschüsse, das ist gar nicht mal so schlecht. Also ich denke, also wie gesagt, ich spiele das natürlich nicht, aber was ich so mitbekomme vom Hörensagen ist, dass man im Durchschnitt eigentlich so mit 2-3 Abschüssen wirklich zufrieden sein muss. Und dass es meistens eigentlich nicht mehrere Abschüsse werden können. Also wenn man dann wirklich mal in diesem Fall schon 7 Abschüsse hat, dann ist es auf diesem Tier schon richtig, richtig gut. Und einwandfrei. Er nimmt da ohne Probleme alle Gegner raus, außer dem, den hat er jetzt keinen Schaden zugefügt. Aber normalerweise, die meisten sind One-Shot. Schon 8 Abschüsse und eine Zone erobert und 2 Abschusshilfen. Wunderbar. Oh, da hat er die Wanne erwischt. Der T62, den interessiert das wahrscheinlich nicht so. Hier kommt nochmal einen in die Seite rein. Überlebt es aber diesmal, okay. Kein One-Shot. Kaum sage ich irgendwas mit One-Shot. Ein gutes Treffen. Zweimal daneben gegangen. Super. Am besten ist ja gar nichts mehr. Dann wären es vielleicht noch ein bisschen mehr Abschüsse. Es ist natürlich jetzt schon Richtung Spawn, aber das ist noch in Ordnung. Also der Spawn ist ja noch ziemlich weit weg. Und er fährt auch frontal auf den Spawn zu. Also alles gut. Und das Eigenteam hat alle 3 Cap-Punkte. Wie viele Gegner sind denn noch drin? 1, 2, 3, 4, 5 Gegner. 6 Gegner. 2 haben Motorschaden. Und da war ein 10. Abschuss. Sehr schön. Ja gut, eigentlich relativ ausgeglichen von der Anzahl noch. Also die Gegner könnten es noch schaffen. Oh, na gut. Jetzt sind es nur noch 3. 4. Der eine ist irgendwie wieder ausgekraut. Schauplatz momentan unbekannt, alles klar. Dann mal ganz kurz zurück, wieder zu ihm. Und jetzt fährt er auch wieder Richtung B, weil irgendein Gegner hat B neutralisiert. Und wer weiß, vielleicht macht er noch einen Abschuss. Weil ich habe jetzt nicht mitbekommen, ob der Gegner bei B jetzt weg ist. BMP2, das könnte doch der im Wasser sein. Na, schade. Oder der noch? Nein, der ist gerade gespawnt. Schade. Da. Gut, B wird eingenommen. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz nach. Oh. Wo war das denn hier? Nein. Freie Ansicht. Hier, frei. Schauen wir mal ganz kurz mal zu B. Uppala. Ist er noch da? Nein, der Gegner ist weg. Schade. Dann wieder zurück zum Northern. Und es schaut ganz stark danach aus, dass die Runde gelaufen ist mit 10 Abschüssen. Also das ist verdammt gut. Also 10 Abschüsse auf diesem Tier, nicht schlecht. Und dabei nicht einmal gestorben. Ein Schuss hat abbekommen in die Gleiskette. Hatte also auch gut Glück gehabt. Wunderbar. Dann spule ich mal kurz ein bisschen vor, weil ich glaube, es wird jetzt nicht mehr allzu viel passieren. Ja.
Sieht ganz stark danach aus, dass die Runde jetzt vorbei ist. Und so, opala, nichts mehr passieren wird. Alles klar, dann bedanke ich mich einfach mal fürs Zuschauen. Und falls ihr auch gute Runden habt, dann schickt es mir doch einfach an skuldu@web.de. Würde mich freuen, falls ihr gute Runden habt. Oder einfach spannende Runden. Es müssen ja nicht unbedingt viele Abschlüsse sein, sondern einfach, wenn man gut taktisch spielt, das ist ja schon mal spannend anzuschauen. Es müssen ja keine zum Beispiel 10 Abschlüsse sein. Aber wenn man sich einfach gut anstellt und es einfach Spaß macht zuzuschauen, dann müssen das ja, wie gesagt, nicht viele Abschlüsse sein. Aber meistens, ja, wenn man gut spielt, hat man meistens auch gute Abschlüsse, also, ja. Aber ihr wisst bestimmt, was ich meine, einfach spannende Runden oder gute Runden einfach einschicken an skuldu@web.de. Und ihr merkt schon, ich habe meinen Mund fuselig geredet, ich kann nicht mehr. Und dann sieht man sich hoffentlich auch schon bei der nächsten Folge wieder. Und falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Ciao!